Hey Freunde, herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich das nächste E-Liquid und zwar von Dampfer Liquid Kokostraum. Ja, das ganze Ding hat 0 Umdrehungen, wird wieder in so einer schicken Verpackung geliefert. Ist auch wieder so eine flüssige, also quasi, ja, so loopmäßig, also fast durchsichtig. Irgendwie der Deckel hält jetzt nicht ganz so fest wie der letzte von dem Bananenzeug. Keine Ahnung warum. Das ist ein bisschen locker hier oben. Aber das stört mich nicht so weiter. Aber die Verpackung finde ich trotzdem klasse. Ich mache mal auf Seite. Ich habe das natürlich schon vorbereitet und in meinen Verdampfer. Das Teil habe ich richtig lieb gewonnen in letzter Zeit. Habe ich in den Verdampfer getan. Den Baby Beast. Und dann testen wir. Wow. Also der Dampf ist richtig ordentlich. Da müsst ihr auf jeden Fall das Fenster aufmachen, wenn ihr sowas dampft. Und vor allem beim Autofahren halt so. Das Schöne ist, das Gerät zeigt dann einem an, wie lange man dran zieht. Es waren jetzt ein 2 Sekunden 45 Zug auf 60 Watt. Man kann natürlich noch runtergehen. Ich kann das mal. Auf 40 Watt gehen. Auf 40 Watt. Dann braucht man natürlich viel länger. Dampf genauso, nur man muss länger dran ziehen. Fünfhundert Watt. Muss man schon weniger dran ziehen. Also ich habe es neuerdings auf 60 Watt. Obwohl ich werde es auf... Na schön, mit euch das zu teilen, wie ich das Gerät einstelle, also die Erfahrungswerte einfach. Ich habe es jetzt auf 50 Watt. Ich glaube, ich werde es auf 50 Watt lassen. Also das macht richtig Dampf und das schmeckt total nach Kokos. Also mir schmeckt super gut, das wird auch eine meiner Lieblingssorten sein. So. Ja. Wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ja, bin ich sehr offen dafür. Jetzt habe ich eine Zeit lang gedampft. Jetzt wird der so leicht ein bisschen warm. Aber nicht schlimm. Was mir auffällt, je höher die Wattzahl, umso mehr Liquid verbraucht er. Umso schneller ist das Teil leer. Na, ich fülle das immer auf, wenn es leer ist. Ich habe gelesen, im schlimmsten Fall zeigt er dir ja an, dass das leer ist. Aber ich gucke immer so, wenn sich hier nichts mehr bewegt, dann fülle ich es wieder auf. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.